Urban Fusion Lab ist eine Workshop-Reihe mit der Besonderheit, dass wir urbanen und zeitgenössischen Tanz miteinander verbinden und auch mit Theater verbinden. Und das Schöne und ganz Besondere ist, dass Jugendliche daran teilnehmen, aber auch professionelle TänzerInnen, die wir erst in separaten Wochenenden kennenlernen und mit denen arbeiten und im September dann die Gruppe splitten und gemeinsam Profis und die Jugendlichen zusammenführen und gemeinsam choreografisch arbeiten werden. Ich finde es total spannend, die Idee, Jugendliche und Profis zusammenzubringen. Also vor allem an Erfahrungen, an Technik lernt man natürlich ganz viel, aber eben auch zwischenmenschliche Sachen, die einen weiterbringen, wie zum Beispiel, auf was man achten sollte oder wie man sich zum Beispiel auf die Musik einzulassen hat und ja, so diese Sachen, die eigentlich nur von Erfahrungen kommen können. Einfach auf das Gefühl, was man in der Gruppe hat, diese Freiheit und aber auch den Spaß zusammen. Es ist so eine super tolle Gruppe. Ich war so richtig begeistert und habe die alle so richtig gerne und die wollen es auch unbedingt machen. Und ich habe das Gefühl, ich kann auch selber voll viel von denen lernen und es ist so auf einem Eye-Level. Was machst du, Angelika? Du bist der Professor und ich bin so, nein, nein, so, wir sind zusammen. Aber ich fühle ein bisschen so diese Vertrauen. Es geht um Bewegung und Tanz und ja, vielleicht auch manche Mittel, die vielleicht auch im Theater wichtig sind. Und das so zu kombinieren und auszuprobieren. Wir machen diese Urban Fusion Lab, weil wir uns erhoffen, dass im professionellen Tanz und Tanztheater mehr mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet wird, dass nicht Erwachsene Tanz und Theater produzieren für ein Publikum, das aber nicht im Entstehungsprozess beteiligt ist oder nur punktuell da ist. Fokussieren. Ja? Und es ist einfach, wir haben ja gesagt, Urban Lab, Lab wegen Labor. Wir versuchen einfach ganz viel, da gibt es kein richtig, kein falsch. Genau, einfach mal ins kalte Wasser springen und ich glaube aber, dass das eine ganz schöne Übung, Impro sein wird. Was mich auch sehr überrascht hat, wie einfach der Kontakt im Tanz auch hergestellt werden kann. Dass eigentlich jetzt mit allen Jugendlichen, mit denen ich getanzt habe, sich sehr schnell gefühlt haben. Was manchmal bei Profis ewig dauert. Weil ein Profi hat, glaube ich, mehr diesen Ego-Trip. Ich bewege mich jetzt, ich mache mein Ding. Und irgendwie, ich hatte hier das Gefühl, dass ich sehr viel fühle und dadurch auch ein Dialog hergestellt wird. Ich denke bei Profis, ja, nee, ich finde das besser und so. Und mit dem Jugendlichen, ja, machen wir. Sogar, so schon. Und es war ganz, ganz schnell, weißt du, die Entscheidung und die ganz leicht, finde ich, ja. Und das ist auch das, was wir vorhin beim Breakdance ja hatten, dieses euer Auftritt schon, irgendwie gleich so zu zeigen, hey, so ich bin der Beste und ich mache jetzt meine Moves und. Ich habe so viel gelacht oder ich habe, wie sag mal, Lachen im Gesicht die ganze Zeit und so, ich habe viel Energie gerade und ich liebe, wenn du kannst, danach du hast ein bisschen Schmerz hier, ja, weil du warst immer mit dem Lachen und das finde ich so wichtig gerade, dass ich bin voll mit Energie und ja, ein bisschen Liebe jetzt. Und ich finde einfach, dass es einen Riesenspaß macht. Dass man auch selber noch mal näher zu seinem inneren Kind kommt. Und ich glaube, für eine diverse Gesellschaft ist das großartig. Und genau, ich glaube, wir sollten da mehr noch miteinander in den Austausch treten. Also voll, ja, für mich empowernd auch wirklich so, für das, was wir so machen. Deswegen vielen Dank an euch. Neue Erfahrungen, wie man Tanz und Theater auch kombinieren kann. Ich fand einfach die Mischung so wahnsinnig toll zwischen eben zeitgenössischen Tanz, aber auch dem urbanen Tanzstil mit diesen Breakdance-Geschichten auch und aber auch die Theaterpädagogik und das zu verbinden. Also ich habe eben noch mal viel mehr gemerkt, wie mir Tanzen Spaß macht, weil so ich fand jetzt so 2 Jahre oder so Tanzen peinlich und wollte es eigentlich nicht machen. Und es hat sich so vor kurzem wieder geändert, dass ich eigentlich gemerkt habe, voll Lust da drauf.
Und jetzt habe ich eben auch noch mal gemerkt, wie das so in der Gruppe wirklich richtig viel Spaß macht und gar nicht peinlich ist und voll cool. Und ich nehme eben mit, dass ich echt gern mein ganzes Leben mindestens mal im Hobbybereich irgendwas mit Tanzen machen will. www.yes-stuttgart.de